Wir sind 16 und 14 Jahre alt und sind die neuen Co-Trainer der TSG. Ja, und wir möchten in den Osterferien ein Osterprojekt starten und zwar immer mittwochs und freitags Videos hochladen und euch kleine Choreos zeigen und dass ihr einfach zu Hause mittanzen könnt. Und dann hoffen wir, dass wir euch auch bald mal in echt wiedersehen. Ja. Dann können wir auch gleich starten. Wir fangen heute mit dem Lied von Asha an, das heißt Scream. Und wir fangen ab Minute 1 an, also ab dem Refrain. Bevor wir anfangen, noch eine kleine Info. Das Video ist richtig gespiegelt, heißt euer Rechts ist auch unser Recht und euer Links ist auch unser Links. Heißt, ihr könnt uns einfach als Spiegel benutzen und mittanzen. Dann ist es leichter und ihr müsst nicht umdenken. Gut, dann starten wir jetzt einfach. Und zwar, wir fangen an, indem wir mit dem linken Bein einen kleinen Schritt nach vorne machen und dann einen hohen Kick. Versucht das einfach so hoch, wie ihr könnt. Hohen Kick. Stellt ihn dann ab, denn die Füße bleiben jetzt soweit gleich stehen, nur ihr dreht euch einmal um. Dann nehmt ihr einen Schritt nach vorne, nehmt das linke Bein hinten und macht die Wange auf. Genau. Wenn ihr dann hier steht, geht ihr mit dem rechten Fuß nach vorne und geht wieder hinten, setzt das linke ab, rechts wieder, dann nehmt ihr den Arm runter und noch ein Step. Genau. Dann von hier aus, wenn wir hier stehen, machen wir einen Wave und nehmen die Arme mit. Kurze Pause, Push. Dann ist wieder eine kurze Pause. Und dann gehen wir zur Seite, machen die Arme auf und machen sie so in im rechten Winkel versuchen. Ja, so bewegen. Und das gleiche dann nochmal in die andere Richtung. Zack, zack. Wenn wir dann hier stehen, haben wir eine kurze Pause. Heißt, wir haben dieses, gehen runter. Und dann gehen wir wieder zack. Auf und nochmal zack, auf. Dann wieder runter. Also, dann fangen wir nochmal von vorne an. Wir machen jetzt alles ein bisschen schneller. Wir gehen einmal vorne, Kick, absetzen, drehen, Schritt, Kreuz, auf, vorne, absetzen, zack, zack, Wave und Push. Dann gehen wir zur Seite, zack, zack, zur Seite, zack, zack. Pause und wieder zur Seite, zack, zack, Seite und dann haben wir es schon. Das war es jetzt auch schon mit dem ersten Teil der Choreo. Wenn es euch zu schnell geht, guckt euch das Video einfach immer noch einmal an und lernt das langsam mit, alles ganz entspannt. Gleich zeigen wir euch das Video einmal nochmal mit Musik und dann könnt ihr auch dann mittanzen, wenn ihr schon etwas sicherer seid. Ja. Also wir würden uns freuen, wenn ihr mitmachen würdet. Und wenn ihr das vielleicht aufnehmen könntet, sodass wir das vielleicht steigen könnten und zu einem Video machen könnten. Und dann können wir es auch sehen. Das wäre schön. Ja, bis zum nächsten Mal. Ja.